Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, wir sind am Ende des Zuges, es geht weiter in dieser schmucken Basis. Und ja, ich bin noch am Drücker, wir verlieren mal keine Zeit. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht beblastert oder was weiß ich. Das kann passieren. Genau. Da steht irgendwo einer mit dem Blaster. Genau. Kann durchaus Aber sein. Es war nur versteckte Bewegung, ein bisschen UFO-Tür. Und das war's. Komm, Noir, erstmal hier oben. Nix, gar nix, ey. Ja, dann würde ich sagen, im Prinzip musst du den Trupp erstmal aus dem Wege räumen, damit der Panzer da vorbei kann. Ne? Also einer rechts in den Gang hochsichern lassen, also so quasi nach da. Ja, ja. Die anderen beiden zu diesem Garten hin, nach rechts hin sichern lassen und mit dem Panzer gerade durchziehen. Und dann muss man mal schauen, wie sich so diese Gänge da entwickeln. Ja. Nicht da noch an der Mauer? Ja, ne? Ja, ist gut. Gut, der Panzer hat natürlich 100 Zeiteinheiten, also es sind nicht schlecht. Schauen wir mal. Oh, direkt zwei Stück. Ja, guckst du dir mal an, was es ist. Ein Chrysalid und Motoren und ein Gehirn. Motone. Also ich kann einmal auf den Motoren schießen und mich nochmal verpieseln. Würde ich so tun. Ja. Wie weit, wo stehen die denn? Wir haben so eine schräge Linie auch noch. Ja. Oh Gott, oh Gott. Schieß auf jeden Fall auf den hinteren, ist immer besser. Ja. Im Zweifelsfall trifft er den vorderen. Genau. Wahrscheinlich kippt der nicht um, wie wir die Motoren kennen, genauso ist halt. Ja. Ja. Aber ein Stück zurück und dann geht's weiter. Der schafft das nämlich auch nicht in einem Zug, um uns zu erreichen. Genau. Und beim nächsten Treffer fällt er nämlich doch. Genau. So, hier habe ich ja. Ach, guck mal, das da unten ist schon der. Das ist schon der Weg zum Kommandoraum. Echt? Da unten. Ja. Okidoki. Ja, hier habe ich jetzt den Noir, den habe ich fertig. Da, die Truppe. Mhm. Die musst du quasi einmal da oben durchwuseln lassen. Das kostet relativ viel Arbeit, weil du hast da viele Leute, ne? Ja, weil du musst jetzt wieder zur nächsten Ecke rennen. Ja, erstmal nach hier weiter, als hier kommt er nicht, sonst kriegen wir den Autoschuss nicht hin. Ja, das ist genau das Problem, weil jetzt holst du nämlich die nächsten rein, die kommen auch nicht weiter und quasi der ganze Trupp, der versackt so da oben drin. Ja, okay, aber wir müssen einmal... Ich würde da noch einen zweiten vielleicht mitschicken oder vielleicht auch mit drei Mann das machen und das, was über ist, direkt runter zu diesem Kommandoraum-Ding. Da komme ich wohl hin. Und was ich immer ganz gerne gemacht habe, ist wir haben ja eine Blasterbombe dabei. Ne? Ja. Und wir können ja auch, wenn der quasi den Blaster verschossen hat, nochmal nach oben fahren und dem auch Plasmagewehr nachdrücken. Ja. Weil es macht echt Sinn, diese eine Blasterrakete, die wir da haben, dafür zu verwenden, die quasi die Wände, die weißer, die man da wegschießen kann, ne? Die einmal einzuebnen, weil du dann direkt einen Blick hast auf die Gänge. Da sind wir auch schon mal draus erschossen worden, aus genau. dem Gang, so durchs Fenster, weißt du? Ja. Und das fällt nämlich alles flach, weil meistens fallen die mit um, die sich da schon angesammelt haben, fallen mit um. Ja. Und wir haben es halt viel leichter, viele Leute schnell da in Position zu bringen. Okay. Ja. Müssen wir dann gleich, wenn wir den ersten Gang da erkundet haben. Da müssen wir dann eine Rakete klar machen. Die Rakete da reinhunzen. Ja. Wichtig ist, das muss gut geplant sein. Wir haben ja ein paar Züge Zeit, sage ich mal. Wir genau. können ihn besser. Ich meine, er kann gut schießen, wenn er jetzt hier, dann hat er eine direkte Linie nach hier unten, einmal um die Ecke und einmal beim. Ja, besser ist quasi da hinten die Wand wegzumachen. Welche? Diese hier? Also ja, hier hinten da hinten, wo eigentlich der eigentliche Zugang ist. Ah, okay. Wir gehen alle nochmal durch, aber ich glaube. Den Panzer. Doch, Ochs hat nur 60. Ochs könnte gucken. Bis an Rand würde ich ihn ziehen. Bis da, ja. Und dann würde ich den da stehen lassen und den anderen würde ich auch bis an den Rand ziehen und dann da stehen lassen. Telefonator. Ja, ich glaube, es ist sogar möglich, mit dem Panzer da ein Stückchen reinzufahren. Die Gänge müssen da breit genug sein am Anfang. Mhm. Also wir haben ja mit dem Panzer hier unten noch ein paar Sachen zu klären. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, genau. Ne? So, wir sind aber am Ende des Zugs, also... Mach's dann zu Ende, genau. Logo. Versteckte Bewegung. Ich habe eine UFO-Tür gehört. Und jetzt interessiert mich natürlich die Situation hier unten brennend. Aha, er sieht schon mal noch was. Also die bringen sich auch langsam in Position, ne, um unser. Ja, also ich schieße jetzt das Ding weg und hau wieder ab, weil der Motone hat sich auf jeden Fall verkrochen. Der ist aber auch angeschlagen, der Motone, definitiv. Der war ein Hit. Ja, der ist getroffen, klar.
Ne? So, das Bläschen ist kaputt. Dann ziehen doch hier so links rum oder was? Da ist auch wieder ein neues Gebiet, ne? Mhm. Ja, weil ich habe Angst, dass da einer jetzt um die Ecke kommt und sagt, hier, Leute. Ne? So, den scrollen wir mal so ein bisschen nach links. Nach links? Ja. Weil der Trupp, der da hinten ist, der müsste hier auch rauskommen. Na, ich sag auch, mit einem Betäuber den alleine da hinzuschicken, ist ein bisschen... Nee, ich würde den nach unten nehmen. Hier hin, mit dem Panzer mit? Ja. Und da so an der Kante ran, genau. Ja. Hier so, und wenn dann einer um die Ecke kommt, dann würde er sich wünschen, das nicht getan zu haben. Ja. Okay, Ox hat 68, mit dem könnte man auch nochmal gucken, ne? So, da sind schon diese komischen Wände. Ne, das kann man alles wegblasen. Da kommen wir aber nicht hin mit unserem Blaster. Doch, guck mal. Nein, wie denn? Kannst du hier, da. Ach, hier einmal ja, richtig ja, rum? Ja, klar, sicher. Du kannst, ich glaube, bis zum neuen Wegmarken setzen mit dem Ding. Also da geht schon was. Und da steht fast, wollte ich gerade sagen, da steht fast immer einer. Und hinter der Tür steht auch fast immer Dann einer. Gehen wir, so muss Telefonator einmal ran. Soll er schießen und im Zweifelsfall noch wieder dahinter ja, genau, in Deckung gehen. Genau, das würde reichen sogar. Mein lieber Scholli, der hält aber was aus. Wie viel hat er denn noch? Was denn, der hier? Ist zu spät. Guck mal oben den. Oxy? Ja, der kann Ox auch noch schießen. Hey, jetzt muss er weg, jetzt müssen wir loswerden. Ja, ne? Ox hat's geklärt. Auch wenn die zwei anderen Schüsse echt erstmal gar nicht gingen. Aber Ox hat immer noch einen Autoschuss sogar. Dann lass ihn da stehen. Ja. Hier unten die Ecke ist durch. Noah. Noah kann man nach oben. Hier ist so ein Hufeisen. Ja. Dann musst du unten gucken, halt, wo die Tür ist, die rausführt, ne, damit du dann zum richtigen gehst. Also da könnte man der hier, genau. Oder da geht's auch wieder raus. Du kannst auch den nehmen, ist egal. Ja. So, ja, der kürzere Weg. Und man muss dann halt wieder in jedes Fenster reinspannen, nicht, dass dann da doch noch einer... Genau, deswegen, ist. Ich lasse ihn jetzt erst auch mal da oben stehen. Ja, dann... Das ist ja ich habe mich jetzt verklickt, aber... Bei ich dem wollte ziemlich eben ähnliche Spielchen. Und weit machen wir die Aufklärungsarbeit, aber hier ist nichts. Ja, meistens ist, wie gesagt, meistens ist das nur so ein, wie soll ich sagen, so ein Zeitdieb, diese Hufeisen-Dinger. Ja. Meistens, ja. Nicht immer, aber oft. Guck mal unten. Und dieser ja. andere hier, Raum, da müssen wo wir, ich glaube in der letzten Basismission war das, wo der Panzer davor stand und gesichert hatte, die ganze Zeit. Na, in dem Raum sind eigentlich immer welche. Also da kannst du fast fest von ausgehen. Der steht auch nicht immer am gleichen Ort, aber man erkennt den halt. Ich sage, der Aufbau ist ja immer relativ ähnlich. Ja, das stimmt. Mal mehr von diesen Hufeisensegmenten, mal weniger. Ja. Diesen Kommandoraum, wo wir da uns jetzt annähern gerade, den gibt es immer nur einmal. Und den großen Raum, wo wir damals, ich weiß ja nicht, wer es alles gesehen hat, da haben wir auch noch ganz dumm jemanden durch verloren. Ja. Ne? Richtig ärgerlich. Boah, da war ich auch, ey, da habe ich gedacht, der EU, er hat keine Waffe mehr und dann hatte er doch wieder eine. Ja. Naja. Ich habe gedacht, da kassieren wir echt so einen richtigen Vibe. Da kommt nichts mehr mit nach Hause. Aber es hat ja noch mit Glück in der einen Runde, da ist nichts passiert, in dieser kritischen Runde. Da ging es ja dann noch. Okay. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall wieder am Ende vom Zug. Und ja, hadern wieder Dinge, die da kommen. Da ist was. Bewegung. Reflexschuss. Der Typ lebt aber noch. Da unten in diesem komischen Raum ist richtig was los. So. Nee, der lebt nicht. Den hat er erwischt. Den hat da er ist erwischt. Noch einer geträumt. Gehen wir, scrollen mal runter. Guck mal, da steht noch einer. Ja. Ja. Also er sieht den. Ja, weil ich weiß nicht, was er braucht an Zeiteinheiten, um nachzuladen. Sonst jagst du den auch direkt weg. Ja, aber ich glaube, eine Betäuberkugel reicht nicht. Das war wahrscheinlich der Angeschlagene, deswegen hat die gereicht. Genau. Man könnte aber mit dem Panzer ihm einen verpassen und dann eine Betäuberkugel reinjagen, sage ich mal, wenn man jetzt richtig drauf aus ist, den zu betäuben. Ja, ich will den eigentlich nur tot sehen. Dann machen die Betäuberbomben, die können wir doch nehmen für den Kommandanten, obwohl wir den ja auch nicht brauchen. Ja, dann machen wir mit dem Panzer. Und zwar Schnellschuss. Boah. Wir kommen noch hin. Ja. Und Schuss. Gut. Okay, die beiden weg. Den Panzer fahre ich trotzdem wieder dahin. Schwalen ruhig um die Ecke, da ist ja noch einer unten in diesem... Hier irgendwo? Ja, da irgendwo steht der.
wo diese komischen Aquarien sind, ne, wo die ihre Nahrung drin aufbewahren und so. Ach, ist bereits geladen. Entschuldigung, hier kommen wieder Rüpel dran. Soll ich dann mit ihm hier um die Ecke gehen? Ist riskant. Lass ihn doch da stehen. Du hast doch da hinten die anderen beiden noch, ja, die du da bis zur Tür bringen kannst. Ja, bis zur Tür oder soll ich erstmal hier weiter runter? Wo du möchtest. Ich könnte ja mit ihm hier einmal hier rum wieder. Also ich würde die so ein bisschen an der Seite stellen und da hinten einfach alles wegblasen oder hier vorne. Also wie meinst du ein bisschen an der Seite stellen? Jetzt hier ihn da stehen lassen. Ja, du musst ja dran, wenn du jetzt daneben noch einen stehst, du brauchst ja einen Gang, wo du die Rakete genau feuern kannst. Ne? Genau. Du kannst dann auch da hinten stehen, das ist egal. Und ich würde sagen, guckt man einfach mal, was sich da alles so in Luft auflöst, ne? Ich würde schon ein bisschen mehr. Und wenn du nämlich da, scroll nochmal nach rechts, ja, und hier diese Ecke, wenn du das weggeballert kriegst, oder hier die Seite, das ist ganz nett. Ja, dann gehe ich aber mit Ochs noch. Ich glaube, du kannst die Rakete sogar durchs Fenster schießen. Boah. Ich glaub, ja, nein, ich musst du ja auch nicht. Nein, du brauchst sie auch gar nicht schießen, wenn du das nicht willst. Ja, doch, ich will das wohl, aber da will ich auch kein Risiko eingehen, sage ich mal. Ne? Ich will jetzt hier nicht unnötig meine Leute gefährden. Also der Blaster ist, ja, der gefährdet alles. Eben. Deswegen, ich gehe mit Uta und Animal Safe jetzt erstmal hier rein. Das ist erstmal ein bisschen doof, gebe ich ja zu. Aber ich will den Gang frei haben, ne? Definitiv. Also am besten ist, wenn eine so eine Seite hier von diesem Flackerwänden, wenn ja, die flach liegt, das ja ist immer ganz nett. Frage ist, ob ich den Blaster jetzt anwenden soll oder ob ich wirklich noch warte. Ist ja deine Entscheidung, wie du möchtest. Ach, weißt du was, wir machen halt... Wir machen das jetzt. Telefonator packe ich mal ein Stück weg. Und André etwas packe ich mal nach hier hin. Was haben wir denn? Willst du die? Ach, ich muss die Knarre erst laden. Das wird diesen Zug nichts mehr. Gut. Das ist nicht schlimm, bisschen geladen. Diesen Zug definitiv nichts mehr. Machst du den halt dicht, den Zug? Stehen ja alle auf Autofeuer? Ja, oder? Was ist denn mit, genau, Noir ist schon richtig, den will ich runter haben. Steht er direkt neben seinen Kumpels, auch cool, ne? Ja, ist auch gut, der bleibt aber da stehen. Haben die denn alle schon? Ne, die sollen hier runter. Eine Tür. Da sind wir aber auch erstmal vorsichtig. Du kannst den anderen auch weiter da oben rumschicken. Der kommt nämlich dann gleich in dem anderen Raum runter. Genau, das ist nämlich der nächste. Mhm. Ja, die Teile sind halt immer so aufgebaut. Ne? Ja. Und bei ihnen hole ich auch noch da runter. So, der andere kommt dann da runter und kann durch die Tür durch. Ja. So, dann sind wir aber wirklich am Ende vom Zug, ne? Ja. Ja. Gut, okay. Dann warten wir es mal ab. Da. Ja, versteckte Bewegung im Garten. Da. Autoschuss. Nee, ja, er macht natürlich nichts. Autoschuss. Telefonate. Ah, da kommt der Autoschuss. War sogar ein Hit. War ein Hit? Ja, ja. Oh, Blaster. Der ist tot. Bombe. Ja, das war's. Telefonator ist hin. Wichtig ist, den Typen in dem Garten, der den Blaster benutzt hat, der benutzt den wieder. Den müssen wir finden und ausschalten. Das ist okay. Jetzt wichtig. Ne? Telefonator, es tut mir leid, aber du bist hin. Also das ist definitiv so. Ja, da müssen wir mit dem Panzer runterscouten. Der Nachteil, der Vorteil bei dem schlimmen Ende, was er hier gerade genommen hat, nee, das ist ja nicht, der kam irgendwo von da. Das ist der, auf den er da geschossen hat gerade. Das kam von weiter, von da irgendwo, da die Ecke. Fahr mal weiter. Da ist er. Das ist der. Da ist das Schmal. Nee. Nee. Aber von irgendwo da kam das, glaube ich. Der hat... Das weiß ich nicht genau. Letztes Mal habe ich gedacht, das ist ein Blaster, da war ein leichtes Dings, ne? Also weg sind sie auf jeden Fall beide. Ich kann doch einen Millimeter... Oder ist es der gewesen? Also da ist auf jeden Fall richtig Party. Also an den komme ich jetzt nicht dran. Aber der kann jetzt auch nicht schießen, weil er nicht nachladen kann. Er muss erst nachladen, einen Zug. Versuch doch mit einem anderen hinten ranzukommen. Von hinten? Ja. Ich habe hier nur den Betäuber. Wen hast du noch? Da hinten rechts stand oder irgendwo. Hier ist Ochs und Co.
Ja, die Blaster-Rakete kann, also unsere Blaster-Rakete kannst du jetzt im Prinzip sparen, weil der hat da ja schon alles flach gemacht. Genau. Tja, wo ist denn dieses, scroll mal weiter nach links, da ist doch irgendwo dieses Raumkommando, oder ist das weiter oben? Nee, das ist, da ist das. Zu weit weg. Obwohl, ich könnte mit Flusswind mal durch die Tür gucken. Da geht es nämlich runter in den Garten auch. Ja, Olli, ich weiß nicht genau, aber das ist, wenn das einer mit einem Plasmagewehr ist, ist die Frage, schafft das den Panzer kaputt zu schießen oder nicht, ne? Der Panzer kann dann nicht mehr weg. Guck mal da, der kann ja schon fast drauf schießen. Da ist sogar ein Weg. Dann würde ich sagen, riskieren wir es. Jo. Scheiße. Kannst du den anderen noch davor ziehen? Also auf die gleiche Position ziehen? Flusswind, ja. Da sieht den schon. Sogar. Ja. Und Flusswind ist ein feiner. Komm, Fluss. Ja, jawohl. Der hat einen Blaster. Der hat einen Blaster in der Hand. Ja, ich hab's gesehen. Naja, also wie gesagt, ich hatte gesehen, dass das irgendwo da aus dem Garten kam, aber da waren ja jetzt drei Stück. Ja, ja. Super, ey. Da haben wir den schon mal weg. Aber die beiden da oben können jetzt nicht mehr. Ist okay. So eine Blaster-Rakete, die kann dir echt den ganzen Tag versauen. Ich sehe. Ich merke es. So, pass mal auf. Lass uns doch jetzt mal aus, ne? Ja. Was möchtest du? Ich will Rache. Wir haben Rache. Wir haben drei Aliens schon platt gemacht in diesem Zug. Und was wir noch nicht gemacht haben, ist die Alien mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Meinst du, dass wir nochmal blastern sollen? Eine geile Aktion wäre, den Blaster hier rumzuführen und direkt zu der Haupttür auf der anderen Seite, also bis nach hier hin. Dafür haben wir hier nicht genug Sicht, oder? Ja, aber ich weiß ja, wie das aufgebaut ist. Ist riskant. Sonst guckst du gleich erst das Fenster. Ja, du kannst dir die Rakete auch sparen. Im Prinzip. Ja, ich bin so ein bisschen im Moment so der Inerium-Knapsknauser. Ne? Gut, das Problem ist, nach der Mission ist das gegessen. Ne? Ja, wir müssen erstmal Ladestreifen produzieren und so weiter. Ich glaube, die Basis letztes Mal gab 200 Einheiten nur. 200, ja. Und ja. Ich glaube, ein Magazin kostet 3. Oder 3. Wir hatten 2 Einheiten auf Lager, 3 brauchten wir. 10 Magazine sind schon 30. Und wir haben 2 Skyranger zum Ausrüsten, sind schon 60. Dann haben wir noch 140. Dann haben wir noch 140. Dann können wir dann Blaster-Raketen bauen. Ja, dann können wir dann für 140 Blaster-Raketen bauen, ja. Okay. Nein, gut, ich glaube, wir sind zu... Warte, ich schalte nochmal eben durch. Ja, die... Ox könnte noch, wenn du willst, klärst du da auf oder du lässt ihn da stehen oder guckst mal da. Ja, das mache ich noch, das mache ich noch. Ox sieht nix. So steht da blöd. Hat der gar keine Einheit mehr für gar nichts mehr, oder? Der hat nur 23, aber das scheint nicht zu reichen. Dann dreht er sich so. Ja. Gerhard. Der sollte da runter, genau. Ja. Der kann hier hinten. Der kann da hinten okay. Mit unterstützen. Ja. Da kann man nämlich auch den Garten ziemlich sauber durchforsten. Ne? Ja. Die sagt dir, was unten in diesem Tankraum, also wo diese außerirdische Nahrung steht, da ist auch noch einer drin. Er bleibt. Also ich gehe mal davon aus, dass hier so irgendwie sowas um die 12 Aliens in dem Stützpunkt sind. Ne? Ich glaube, vielleicht haben wir jetzt erwischt 4 Mutonen und eine so eine Niere. Ne? Ja, 5. Ja gut, wir sind am Ende des Zuges, am Ende der Folge, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Wir haben auch gut überzogen diesmal, aber war auch geil, ne? Ja, Basis, da ist wirklich was los. Ist einfach, ne? Hier geil. Kleine UFO-Kacke da, die sollen mal alles schön ins Meer abstürzen. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ja, bis dahin, ciao.